Ja, moin liebe Modelleisenbahn-Freunde, der Ruggio Deck. Moin. Sind wieder in der Werkstatt. Es geht weiter mit Falkenstein. Letztens haben wir ja aufgehört, genau bei diesem Stand. Und ja, und heute geht's weiter. Heute ist der Plan, dass wir die Platte mit Moosgummi beziehen, die Platte jetzt gleich ausschneiden, die auch mit Moosgummi beziehen. Dann ausschneiden auch die ganzen Trassen. Ach ja, ne? Ausschneiden die Trassen. Dann werden hier kürzere Spanten gesetzt, hier auch kürzere Spanten, alles. Und dann machen wir die Nebenbahn noch auf. Und wenn wir die Nebenbahn dann drauf haben, machen wir die Verkabelung. Aber mal gucken, ob wir das heute überhaupt schaffen. Das ist ja doch wieder ein bisschen Arbeit. Machen wir die Platte da vorne noch. Vielleicht die Platte vorne noch, aber die würde ich erstmal hinten anstellen, weil die ist wirklich nur rauflegen, Loch drin, sägen, nachher fertig werden. Genau. Ja. Ja, das ist erstmal der Plan für heute. Das war zumindest die zweite Ebene fertig bekommen und vielleicht auch die dritte Ebene schon. Da müssen wir mal schauen. Ja, wir fangen jetzt erstmal an mit. Ich überlege gerade, was wir zuerst machen. Wollen wir erst die Spanten machen oder wollen wir erst ausschneiden? Na, ausschneiden, dann die Spanten. Na, kleben wir erst Moosgummi? Ja, gucken wir mal. Wir schauen mal. Wir machen mal den Zeitraffer an. Mir war. Zugeschnitten, alle mit Moosgummi ausgelegt. Hier sind die Auf- und Abfahrten. Das sieht man hier schon. Ruschi macht Krach im Hintergrund. Ja, genau. Nächster Schritt ist, dass wir jetzt unter diesen ganzen Auffahrten von unten nachher Stützen untersetzen. Hier anfangen mit den Spanten. Also hier kommt jetzt Spanten hin, hier, da machen wir jetzt überall Spanten hin, nachdem wir das hier einmal ausgerichtet haben, soweit, machen wir es einmal fest, dann kommen die Spanten hier hin und dann können wir auch schon weitermachen mit den nächsten Trassenstücken. Aber wie gesagt, jetzt gucken wir erstmal, dass wir die Stützen untersetzen, dass wir hier hochkommen natürlich, ne? Jo, dann geht das mal weiter. Kleine Päuschen, wir müssen noch kurz warten, bis der Leim anzieht. Ja, ihr seht, wir machen hier gerade schon die Auffahrten, haben an ein, zwei Positionen was unterstützt, dass es auch schön fest ist. Ja. Wie man sieht, kommen wir hier hoch, von hier unten hier hoch und von hier von der zweiten Ebene geht es dann hier hoch zur dritten Ebene. Das machen wir jetzt gerade. Ja, bloß mal kurzer Zwischenstand. Da liegen, glaube ich, schon alles Weichen, die schon Kabel dran haben. Da müssen wir nochmal tauschen bei Gelegenheit. Ansonsten haben wir hier hinten auch schon uns zwei Spanten gesetzt, weil da ja nachher auch was drauf sitzt nachher. Und ansonsten ist doch das Stumpfgleis, was nachher hier im Tunnelportal ja verschwindet. Jo. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt noch ein bisschen anziehen, die ganze Geschichte. Und machen dann noch die anderen beiden Sachen fertig. Da lassen wir kurz noch einen Zeitraffer laufen. Und ja, ich denke, dann wird es auch bald Feierabend heute sein. Aber wie gesagt, einen kurzen Zeitraffer gibt es noch. Oh, yes, good.
haben jetzt von der ersten Hälfte sozusagen, wenn man das so als Hälfte sieht und mal die Meter aus den Augen lässt, die erste Hälfte, die Auffahrt fertig, haben auch schon mal jetzt die Gleise einmal gelegt, wie nachher die Nebenbahn ist. Genau. Da ist es nachher so, dass wir hier, wo jetzt diese Dinger unterstehen, da schneiden wir nachher passig Klötzer, schreiben da auch schon rauf, schreiben da die Höhe rauf, dass der Kunde nachher einfach nur genau die passende Höhe sich als, als Pfeiler schneiden muss, unterstellen, fertig. Das machen wir, wie gesagt, hier bei diesen ganzen Rücken, weil es die Rücken geht von hier, bis hier, also das ist schon ein ganz schönes Stück. Schon ein ganz schönes Stück. Das sind eins, ich weiß gar nicht, sind zwei, das sind eine ganze Menge Rückenteile gewesen, ne? Fünf oder sechs Stück haben wir da bestellt. Eins, zwei, drei, vier, fünf gerade Stücken und drei gebogene Stücken sind es. Also es ist schon ein ganzes Ende. Hier vorne nachher wird nachher nochmal ausgesägt. Das haben wir uns aber extra dazu entschieden, dass wir das im Nachhinein machen, dass wir erstmal die Gleise einmal glatt gelegt haben. Das schneiden wir nachher einmal aus, da kommen auch noch zwei Brücken rein. Und zwar diese, ja, wie heißen die denn eigentlich? Bogenbrücken, oder? Bogenbrücken, genau. Bogenbrücken. Die kommen da vorne noch rein. Mhm. Ja, das soll es aber für heute gewesen sein. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, ne, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Das Teilen tut nicht weh. Abonnieren ist wie immer kostenlos. Kommentare sind immer schön. Und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.